Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen die kurze Mittagspause beenden. Und ich darf Sie alle bitten, so langsam, aber sicher in den Plenarsaal zurückzukehren. Wir haben jetzt einen der ganz besonders wichtigen Tagesordnungspunkte zu behandeln, zu besprechen. Wir haben einen besonders hohen Gast heute, den hessischen Datenschutzbeauftragten. Ich begrüße Herrn Prof. Ronellenfitsch auf das Herzlichste. Wir freuen uns immer, wenn Sie bei uns sind, und hören und lauschen Ihnen wie immer sehr gespannt zu. Das wissen Sie, und das hat eine gute Tradition. Vorher darf ich Ihnen aber mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Stärkung der Europäischen Union zum Wohle Hessens. Das ist die Drucksache 20/680. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 67 und kann, wenn dem denn dann niemand widerspricht, mit Top 35 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein weiterer dringlicher Antrag, der Fraktion der Freien Demokraten. Hessen braucht ein starkes Europa. Drucksache 20/682. Ich frage auch hier, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 68 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 35 zu diesem Thema aufgerufen werden. Ich nutze die Gelegenheit und die Chance, unsere ehemalige und sehr geschätzte Kollegin Mürfet Öztürk auf der Besuchertribüne zu begrüßen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie einmal wiederzusehen. Und damit darf ich aufrufen, den Tagesordnungspunkt 42. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht. Ausschuss für Digitales und Datenschutz, 46. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Hierzu gibt es eine Stellungnahme der Landesregierung. Berichterstatter ist der Kollege Feilmann. Und ich darf Sie, lieber Herr Kollege Feilmann, zur Berichterstattung ans Mikrofon bitten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz hatte in seiner ersten Sitzung unter anderem den 46. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten und die Stellungnahme der Landesregierung dazu auf der Tagesordnung. Nach der Beratung empfiehlt Ihnen der Ausschuss einvernehmlich, diesen Bericht und die Stellungnahme entgegenzunehmen und darüber eine Aussprache abzuhalten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Kollege Feilmann. Und nun kommen wir zum Bericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Lieber Herr Prof. Ronellenfitsch, nochmals ein herzliches eine Meldung zur Geschäftsordnung. Herr Kollege Schaus, bitte. Herr Präsident, ich wollte nur nachfragen, ob die zuständige Ministerin auch an der Diskussion teilnimmt. Lieber Herr Schaus, es ist der zuständige Minister anwesend, auch wenn das alles ein bisschen verwirrend ist. Und lieber Herr Schaus, ich will zu Ihrer Ehrenrettung sagen, ich habe den Kollegen Beuth auch gefragt, ob er spricht und zuständig ist, und da war mir wieder alles klar. Aber damit ist alles geklärt, alles in Ordnung. Und ich freue mich noch einmal sehr, lieber Herr Prof. Ronellenfitsch, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind nicht nur ein gern gesehener Gast, sondern wir freuen uns jedes Mal auf die Berichterstattung. Deswegen darf ich Ihnen jetzt für die vereinbarte Redezeit das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank, dass Sie mir lauschen wollen. Sie müssen lauschen, da meine Stimme ist etwas lädiert. Ich hoffe, dass ich trotzdem akustisch verständlich bin. Meine mündlichen Tätigkeitsberichte dienten ursprünglich der Auseinandersetzung mit der Stellungnahme der Landesregierung zu meinen schriftlichen Berichten. Die unter Drucksache 19/681 abgedruckte Stellungnahme der Landesregierung stimmt jedoch fast durchgängig meinem Bericht zu und vertritt nur in drei marginalen Punkten eine abweichende Auffassung, die ohne Konsequenzen bleibt. Das heißt, eine Auseinandersetzung erübrigt sich. Der heutige Bericht soll daher lediglich den schriftlichen Bericht beispielhaft konkretisieren. Solche Berichte betreffen eine spröde Materie, sind vergangenheitsgerichtet und ehrlich gesagt sind langweilig. Ich bin daher dazu übergegangen, die mündlichen Berichte aufzupeppen, indem ich etwa Exkursionen in den Bereich des Entertainments mache oder alle möglichen Querverbindungen ziehe. Aber der Datenschutz bleibt immer noch erhalten, und das will ich auch heute so handhaben. Für die, die neu sind,
Da diese neu sind, muss ich eine kurze Desensibilisierungsphase einschieben. Ich werde nicht gleich so brutal zuschlagen, aber das wird sich noch steigern im Laufe des Vortrags. Leitmotiv meines letzten Berichts war die europäische Entwicklung des Datenschutzrechts. Passt ja gut zu dem Dringlichkeitsantrag, der jetzt gestellt worden ist, und zu der europäischen Situation. Daran hielt ich auch diesmal im schriftlichen Bericht fest. Selbst wenn der Berichtszeitraum nur durch Warten auf die neue europäische Datenschutzverordnung geprägt war. Das heißt nicht, dass wir Däumchen gedreht hätten. Vielmehr war die gesamte Behörde über die Grenze des arbeitsrechtlichen Zulässigen mit der Vorbereitung und Information auf die europäische Datenschutzreform beschäftigt. Ich werde in meinem nächsten Bericht näher schildern, wie der Tag, an dem die Datenschutzgrundverordnung Geltung erlangte, geradezu eine Schockstarre bei Betroffenen und Nichtbetroffenen auslöste. Von Euphorie der ersten Reformjahre war keine Rede. Von Freude über die Rechtsvereinheitlichung in der Übergangsphase war kaum noch etwas zu spüren. Die damalige Situationslage bei uns und in den anderen EU-Mitgliedstaaten habe ich in meinem letzten Bericht anhand des European Song Contests darzulegen versucht. Sie werden nicht erschrecken, wenn ich den jetzt zitiere. Mit unseren regelmäßigen Teilnahmen am früheren Grand Prix wurde der Anspruch verfolgt, die europäische Anbindung der Bundesrepublik zu verstärken. Ich habe den Eindruck, das ist uns gründlich misslungen. Der Contest war noch nie Ort für gammernde viele Sympathiekundgebungen. Titel aus Deutschland haben gegenwärtig keine großen Erfolgsaussichten, unabhängig davon, ob osteuropäische Abstimmungsallianzen geschlossen werden oder nicht. Schwestern aus der Bundesrepublik haben nicht große Erfolgschancen. Das fördert die Egozentrik im Unterhaltungssektor. Diese manifestiert sich im neuen deutschen Schlager. Der neue deutsche Schlager erfährt einen Boom, der nicht vorhersehbar war. Ich habe daher geprüft, ob die Top Ten der deutschen Charts im Berichtszeitraum Rückschlüsse auf die Stimmungslage und Situation des deutsch-europäischen Datenschutzes zulassen. Das ist nicht der Fall. Direkte Aussagen über die Einstellung zum Datenschutz und damit auch über die diesbezügliche Stimmungslage spiegeln sich im deutschen Schlager nicht wider. Ich kenne jedenfalls keinen. Ab und zu höre ich Hessen 4 und bin laufend informiert. Ich kenne keinen deutschen Schlager, der unmittelbar Bezug hat zum Datenschutz. Aber als Beispiele für die Vielfalt der datenschutzrechtlichen Probleme und für die Lösungsanregungen können dagegen auch Schlagertitel und Texte herangezogen werden. Das bieten sich die Top-10-Hits am idealsten an, denn die haben den höchsten Bekanntheitsgrad. Und deswegen berücksichtige ich im Berichtszeitraum die Top-10 und ziehe darauf die Schlüsse für die datenschutzrechtliche Relevanz. Also ich gehe auf die Hitparade vom Jahr 2017 ein, wenn sich noch jemand daran erinnert und es zugibt, dass er die Titel kennt. In diesem Sinn war bei Platz 1 von Deine himmelblauen Augen von Eva Maria Zimmermann die Frage auf, ob die Augenfarbe wie Retina und Pupille ein biometrisches Datum im Sinne von Artikel 4, Ziffer 14 der Datenschutzgrundverordnung ist. Wir haben das bejaht, aber es ist noch umstritten. Platz 2, Duo Fantasy, verzichtete mit dem Titel Bonnie and Clyde auf die sinnvolle Zeile. So wie eine Gangsterbraut hast du mir meine Damen geklaut. Meine Daten geklaut. Das hat man nicht erkannt. Aber man hat den Platz 6 der Hitparade eingenommen, das gleiche Duo. Alle Macht den Träumen. Die enthält einen Datenschutzbezug, weil dieser Titel die Aufforderung enthält, nach Berlin zu fliehen. Das ist erkennbar eine neue Form des Bundestrojaners und lief auf einen föderalistisch fragwürdigen Personenabwerbungsversuch des Bundes hinaus. Wir haben uns die Stelle streitig gemacht und bessere Bezahlungen angeboten, als das Land Hessen als Leistungsträger der Bundesrepublik sich leisten kann. Das ist ein unfreundlicher Akt. Bundesstaatlich können wir das nicht hinnehmen. Aber es hat sich einiges zum Besseren gewendet. Ohne angemessenes Datenschutzbewusstsein war Andrea Berg, die unter dem Titel Ja, ich will, eine Aufzählung da präsentierte. Und ja, ich will mit dir im Auto Liebe machen. Unter diese Aufzählung fasste sie
berücksichtigte sie nicht die grassierende private und öffentliche Video- und Kopterüberwachung der Bevölkerung. Entsprechende Anfragen nach überwachungsfreien Zonen haben uns nicht erreicht, sodass wir der Frage, ob unsere umfassende Beratungsaufgabe auch in diesem Zusammenhang die Warnung vor Dieselfahrzeugen mit umfasste, wir nicht nachgehen mussten. Motto: Atmen fällt schwer beim Dieselverkehr. Die Ausführung zur Beteiligung privater Dritter an der Verkehrsüberwachung wird dagegen von Amts wegen unter Berücksichtigung der nunmehr vorgeschriebenen Folgenabschätzung ergänzt werden, sobald wir darüber Erfahrungen gesammelt haben. Auf Platz 4 war Helene Fischer. Sie lieferte mit Herzbeben die Legitimation für die elektronische Gesundheitskarte. Die war schon Gegenstand früherer Tätigkeitsberichte. Das haben wir schon behandelt. Platz 5, Sie kennen die Titel sicher alle, das brauche ich Ihnen nicht näher zu bringen. Die Verarbeitung der Fülle von sensiblen Daten von Maite Kelly in dem Titel. Es war niemals so schön, falsch zu liegen, ist nur bei einer Anonymisierung der Partner gerechtfertigt. Die hat man in dem Titel zum Ausdruck gebracht. Nicht du, sondern jemand wie du. Damit ist die Anonymisierung geglückt mit jemand wie du. Wenn die Anonymisierung ist missglückt, wenn hinter diesem jemand trotzdem ein Personenbezug durch Fixierung auf eine Person unschwer möglich ist. Deswegen ist datenschutzrechtlich geboten, möglichst viele Verhältnisse einzugehen, um den Partner nicht identifizieren zu können. Dass der Datenschutz eine Never-Ending-Story im Sinne der Lancasters war, sollten alle registrieren, die die europäische Datenschutzreform irrig für abgeschlossen halten. Da kommt noch einiges auf uns zu. Feuervogel von Andrea Berg war schon 2016 im Berichtszeitraum auf einer LP enthalten, entzieht sich daher der Würdigung. Platz 9, Sie haben es gleich geschafft, ich bin gleich bei Platz 10. Platz 9, Marco Kloß, viel Glück, enthält eine allgemeinverständliche Erläuterung des Grundsatzes der Datensparsamkeit bzw. des Grundsatzes der Datenminimierung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C Datenschutzgrundverordnung. Im Titel heißt es, kein Wort zu viel aus deinem Mund, besser kann es der Gesetzgeber auch nicht ausdrücken. Platz 10. Dieser Ring von Nick P. enthält eine datenschutzrelevante Aussage zum hessischen Datenschutzbeauftragten. Für den ist eine Übergangsregelung getroffen worden, die nicht ad infinitum gelten kann. Sollten Sie mich zur Wahrung der Kontinuität bei informationellen Selbstbestimmung in einer Übergangsphase noch einmal heranziehen wollen, werde ich mich dem nicht entziehen. Nick P. drückt das viel vornehmer aus. Dieser Ring hat kein Ende, und sein Anfang ist ein Ja. So viel zur Hitparade. Sie sehen, man kann daraus Schlüsse ziehen für den Datenschutz. Abschließend noch eine Bemerkung, die nichts mit der Hitparade zu tun hat, aber an einen anderen Bericht anknüpft. Der war Comics gestützt, wenn Sie sich erinnern. Ich habe mich auf die Comics bezogen und habe mich bei den Sonderdukologen zugezogen, weil ich Donald Duck im Zusammenhang mit Donald Trump genannt habe. Die zufällige Identität der Vornamen rechtfertigt in der Tat noch keinen Vergleich. Ich entschuldige mich in aller Form bei Donald Duck. Die eigentliche Vergleichsposition Person zum 45. amerikanischen Präsidenten war denn auch Onkel Scrooge McDuck, der bei uns Onkel Dagobert heißt. In der deutschen Fassung wird Onkel Dagobert mit dem an Schiller angelehnten Ausspruch zitiert: Leichtfertig ist die Jugend mit dem Wort und bar jeden Sinnes für geschäftliche Dinge. Ob diese Charakterisierung auf die Y, also Y- und Z-Generation passt, wird sich noch zeigen. Wir sollten unser Möglichstes tun, dem entgegenzutreten. Die älteren Generationen, Eltern und Staatsorgane haben jedenfalls den Erziehungsauftrag, solcher Fehlentwicklungen jedenfalls im Datenschutzbereich zu verhindern. Sie, meine Damen und Herren, haben die gebotene Regelung zu treffen und können dabei immer auf die Unterstützung des hessischen Datenschutzbeauftragten zählen, der seinen Kontrollauftrag hier besonders ernst nimmt. Die Kontrolle richtet sich gegen Datenschutzverstöße. Ich bin dem Landtagsausschuss für Digitales und Datenschutz die Beantwortung der Frage schuldig geblieben, ob sich bei der Kontrolle der Rechtsextremismusdatei des Landesamts für Verfassungsschutz Anhaltspunkte für einen Datenschutzverstoß ergeben hätten. Ein Verstoß wäre bei unvertretbaren tatsächlichen und rechtlichen Bewertungen
oder bei einer missbräuchlichen Datenverarbeitung gegeben. Ich wollte mich noch einmal vergewissern, ehe ich diesem Plenum in aller Form erkläre, dass derartige Verstöße nicht erkennbar sind, dass keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße erkennbar sind. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat zwar seine Dokumentationspflichten nicht im vollen Umfang erfüllt, das räumt auch die Landesregierung ein. Dieser Verstoß beruht jedoch nicht auf einer unhaltbaren rechtlichen Bewertung, etwa auf der unzutreffenden Annahme, dass die Vorliebe für deutsche Schlager auf eine rechtsradikale Gesinnung schließen ließe. Es handelt sich vielmehr um eine geringfügige, nach meinen Vorgaben zwischenzeitlich behobene Datenpanne. Um nun doch noch einmal Donald Duck zum Wort kommen zu lassen, sein Befund, jeder hat das Recht, dumm zu sein, aber manche missbrauchen es, trifft für die hessischen Staatsorgane ganz eindeutig nicht zu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Bitte. Ja, sehr geehrter Herr Prof. Ronellenfitsch, wenn Sie sich auf eins verlassen können, dann darauf, dass wir auf Sie zählen. Damit sind wir immer gut gefahren. Und Sie sprachen von spröder Materie und langweiligen Berichten. Das muss woanders sein. In Hessen ist es jedenfalls nicht so. Das liegt an Ihnen. Wir wissen Ihre Arbeit und natürlich auch die Arbeit Ihrer Mitarbeiter sehr zu schätzen. Und deswegen darf ich Sie bitten, unseren Dank, den Dank des gesamten Hauses auch Ihrem Team auszurichten. Mir bleibt insoweit nur, die Aussprache zu öffnen, die Debatte zu eröffnen. Erster Redner ist der Kollege Leveringhaus für die Fraktion Die Grünen. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Fünf Minuten ist unter den Fraktionen vereinbart. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrter Prof. Dr. Ronellenfitsch, es ist etwas schwer, die erste Rede nach so einer Einbringung zu halten. Aber zuerst möchte ich Ihnen natürlich auch meinen Dank aussprechen, genauso wie Ihren Mitarbeitern, einerseits für den Tätigkeitsbericht, den Sie heute eingebracht haben, und auch für die Arbeit als Datenschutzbeauftragter in Hessen insgesamt. Vielen Dank. Ich habe Ihre Rede kurz einmal überlegt. Beim letzten ESC war da nicht doch etwas dabei, was man vielleicht verwenden könnte. Und mein Lieblingslied kam ja aus Australien, Zero Gravity. Vielleicht hätte man Zero Privacy machen können. Es wäre aber nicht zutreffend gewesen. Denn auch wenn es 7.997 Eingaben gab im neuen Tätigkeitsbericht und damit 40% mehr als im letzten Tätigkeitsbericht, zeigt das doch nur, wie aktuell das Thema ist und dass das Thema Datenschutz angekommen ist, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Datenschutz geht nämlich jeden von uns etwas an. Es ist aber für jeden etwas anderes. Welche Daten möchte ich wie schützen? Vor wem möchte ich meine Daten schützen? Und wir in Deutschland haben da ja ein besonderes Verhältnis zum Datenschutz. Aus historischer Erfahrung stehen wir Bürger in einer Datensammlung von staatlicher Seite sehr kritisch gegenüber. Wir sind da zweimal böse hingefallen. Gleichzeitig gehen wir aber, oder viele Bürger, sehr leichtsinnig mit den Daten um, wenn es um private Firmen geht. Ich will nur mal ein Beispiel geben, was ich immer gerne nenne. Wenn man bei einem großen sozialen Netzwerk herausfinden kann, welches Tier man im letzten Leben war, gibt man gerne seine kompletten privaten Daten frei, die das Netzwerk gesammelt hat. Es ist sehr kritisch zu sehen. Aber das Thema Datenschutz hat vor allem durch die Einführung der Datenschutzgrundverordnung enorm an Bedeutung gewonnen. Die Datenschutzgrundverordnung wird, nicht ganz zu Unrecht, immer noch kritisch diskutiert. Sie ist aber gleichwohl in ihrer Gesamtheit ein wichtiger und drei Tage vor der Wahl am Sonntag, möchte ich es auch betonen, europäischer Schritt in die richtige Richtung. Für viele Menschen war sie eben der ausschlaggebende Punkt, sich kritisch mit dem eigenen Nutzungsverhalten der Daten auseinanderzusetzen. Auch in Ihrem Tätigkeitsbericht wird die Bedeutung der DSGVO deutlich. Sie war einer der Kernpunkte Ihrer Tätigkeit und zieht sich durch viele Bereiche. Aber auch abseits der Vorbereitung auf die DSGVO, die Sie auch gerade noch einmal angesprochen haben, gab es genügend Arbeit, wenn Datenschutz nicht in angemessener Weise beachtet worden ist. Auf zwei Beispiele will ich kurz eingehen. Schon in früheren Berichten sind Sie, Herr Prof. Ronellenfitsch, auf das Thema Patientendaten in Krankenhäusern eingegangen. Ein, wie ich denke, jeder nachvollziehen kann, sehr sensibler Bereich, über den wir da sprechen, wenn es um Datenschutz geht. Die Wichtigkeit eines guten Rollen- und Berechtigungskonzeptes wurde schon angesprochen, und es gilt auch hier, weiter zu sensibilisieren, um sicherzustellen, dass diese Berechtigungen sehr genau vergeben werden und auch wieder entzogen werden, wenn sich an der beruflichen Situation etwas ändert. Besonderes Augenmerk will ich aber auf die verwendete Software legen, denn das schreiben Sie in Ihrem Bericht, das Klinikum Höchst
hat ausgesagt, dass die Software gar nicht in der Lage war, Mitarbeiter ordentlich zu schützen. Ich finde das sehr bedenklich, wenn so eine Software dann zum Einsatz kommt, ohne den Datenschutz wirklich einhalten zu können. Kurz ansprechen möchte ich auch den Datenschutz in kommunalen Parlamenten. Das betrifft ja recht viele von uns. Neben unserer Tätigkeit hier im Landtag sitzen wir auch noch in Kreistagen, Gemeindevertretungen oder Stadträten. Auch hier gilt es, den Datenschutz zu beachten, gerade durch uns selbst. So sehr man sich als Gemeindevertreter oder als Stadtrat oder als Stadtverordneter Interesse an den Diskussionen und Beschlüssen des Gemeindevorstands oder des Magistrats natürlich wünscht, setzt die HGO doch hier klare Grenzen, was erlaubt ist. Wir sollten da selbst mit gutem Beispiel vorangehen und ein offenes Auge haben, dass wir da den Datenschutz jederzeit beachten. Das anfangs angesprochene, neu entflammte Interesse am Datenschutz setzt sich hoffentlich fort. Damit einhergehend hoffe ich, dass die Sensibilität für das Thema steigt und wir im Zeitverlauf einen Rückgang der Eingaben an Sie als Datenschutzbeauftragten erleben werden. Die Datenschutzbeauftragte und ihre Mitarbeiter leisten dafür einen wichtigen Beitrag, und ich möchte Ihnen zum Abschluss auch noch einmal Danke sagen für Ihre Zusammenarbeit und Ihren wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Daten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Leveringhaus. Nächster Redner ist der Abg. Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Prof. Ronellenfutsch! Ich möchte mich in den Reigen anschließen derjenigen, die sich ganz herzlich bedanken für meine Fraktion, für ihre Arbeit. Die Vorlage des Berichts und vor allen Dingen auch Ihre unnachahmliche Art, diese Berichte einzubringen und so ein bisschen aus unserem Alltag das zu übertragen, was Datenschutz eigentlich heißen kann. Und im Gegensatz zu dem, wo Sie sagen, der ESC, da haben wir als Deutsche und eventuell auch als Hessen eigentlich kaum eine Chance, uns durchzusetzen, sieht es im Bereich Datenschutz ja ganz anders aus. Datenschutz ist ein Projekt made in Hessen. 1970, das erste weltweite Datenschutzgesetz, ist hier in diesem Haus beschlossen worden. Und das war Vorlage für ganz, ganz viele Datenschutzgesetze, die es weltweit gibt. Und wenn wir heute über Ihre Arbeitsbelastung reden und die Ihres Teams, die Kolleginnen und Kollegen, Herr Ronellenfutsch, die möchte ich nicht vergessen, dann hat das wesentlich etwas zu tun mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung, mit der Sie sich beschäftigt haben, mit denen sich viele Unternehmen, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigen, und die natürlich dazu geführt hat, dass Sie knapp 8.000 Eingaben und Beratungen im Berichtszeitraum erledigt haben. Ich gehe auch davon aus, dass das noch steigt. Und an dieser Stelle, und das möchte ich auch einmal sagen, möchte ich ganz herzlich Jan-Philipp Albrecht danken. Das mag den einen oder anderen wundern, aber ohne ihn, glaube ich, wenn man sich mit dem europäischen Datenschutz beschäftigt, hätten sich die multinationalen Konzerne durchgesetzt in ihrer Ansicht, wie mit dem Verbraucherschutz, wie mit dem Datenschutz umzugehen ist. Und an der Stelle, wie gesagt, einen herzlichen Dank an den Kollegen in Brüssel, der mit sehr viel Beharrlichkeit es geschafft hat, die wesentlichen Punkte des deutschen Datenschutzrechts eben auch auf europäische Ebene zu heben und an vielen Stellen auch noch auszubauen. Weil wir brauchen einen aktiven und wir brauchen auch einen präventiven, eben nicht nur einen nachgehenden, einen berichtenden, sondern einen präventiven Datenschutz. Und dazu ist es erforderlich, dass wir genau Ihre Behörde, Herr Prof. Ronellenfutsch, ausbauen zu einer Behörde für Persönlichkeitsschutz. Weil es geht nicht um den Schutz der Daten, es geht im Kern um den Schutz unserer Persönlichkeit, unserer persönlichen Freiheitsrechte. Und die, meine Damen und Herren, sind leider immer wieder und immer öfter in Gefahr. Ich möchte da nur an ein paar Sachen erinnern, an das Abgreifen von sensiblen Daten durch die Polizei mit Verbindung ins rechte Milieu. Wir haben lange intensiv darüber diskutiert und wissen noch gar nicht, was da eigentlich das Ende des Ganzen ist. Vom Abbau der Arbeitnehmerrechte bei Amazon durch permanente Überwachung bis in den Sanitärbereich hinein. Schülerinnen und Schüler werden denunziert, indem Listen von Schülerinnen, die an Fridays for Future-Demonstrationen teilnehmen, offen in Lehrerzimmern ausgehängt wird. Und natürlich möchte ich nicht vergessen, auf die unsäglichen Denunzierungsportale hinzuweisen, mit der die AfD probiert, Lehrerinnen und Lehrer mundtot zu machen. Alles das sind Gefährdungen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, meine Damen und Herren. Und das zeigt,
Das zeigt, wir brauchen dort einen starken und einen durchsetzungsfähigen Datenschutz. Zunehmende Digitalisierung und die vermehrte Verarbeitung personenbezogener und beziehbarer Daten nimmt immer weiter zu, von Kundinnen und Kunden, von Patientinnen und Patienten, von Bürgerinnen und Bürgern. Und am Ende weiß häufig niemand mehr, wer, wo, wann diese Daten eigentlich speichert, verarbeitet und auf diese zugreift. Und da ist genau dieser Datenschutz und da ist Ihre Arbeit so wahnsinnig wichtig. Und deshalb noch ein kleiner Wermutstropfen, weil wenn wir als Landesparlament schnell und umfassend auf diese Bedrohung reagieren wollen, dann brauchen wir natürlich einen Landesdatenschutzbeauftragten, aber wir müssen auch schnell und umfassend informiert werden. Die Vorlage des Berichts, des letzten Berichts aus 2016, der hat 11 Monate gebraucht, bis er hier in diesem Parlament ankam. Der aktuelle Bericht hat 17 Monate gelegen, bis wir ihn zur Kenntnis nehmen konnten und wir darüber diskutieren konnten. Ich glaube, das ist zu spät. Das ist kein Vorwurf an Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Das ist dem geschuldet, dass natürlich die DSGVO eingeführt worden ist mit all den Beratungsergebnissen, die sich daraus resultieren, und vor allen Dingen aus der Tatsache, dass wir Ihre Behörde nicht so personell und materiell bisher ausgestattet haben, um wirklich wirkmächtig zu sein. Und zum Schluss meine letzten 11 Sekunden dafür nutzen. Mir fehlt ein Bericht, ein Teil in Ihrem Bericht. Im letzten Wahlkampf, im letzten Bundestagswahlkampf hatten wir alle ein Plakat gesehen. Darauf stand Digitalisierung first, Bedenken second. Mich wundert, dass Sie dieses nicht aufgenommen haben und dass dies keinen Weg in Ihrem Bericht gefunden hat, weil das ist ein Generalangriff auf den Datenschutz. Wir müssen unser Handeln in den Bereichen erst bedenken. Wir müssen erst über die möglichen Konsequenzen uns im Klaren sein und dann handeln. Alles andere führt zu starken Verwerfungen im Bereich des Datenschutzes. Insofern überlegen Sie noch einmal, was Sie da draufschreiben wollen. Bedenken sollten wir tatsächlich, bevor wir handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Felstehausen. Nächster Redner ist der Kollege Eckert für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Prof. Ronellenfitsch, im Namen der SPD-Landtagsfraktion Ihnen und all Ihren Mitarbeitern ein recht herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit. Wir besprechen zwar das Jahr 2017, der Dank ist sozusagen auch schon lange überfällig, aber an dieser Stelle herzlichen Dank nicht nur für den Vortrag, sondern für Ihre wertvolle Arbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Herzlichen Dank. In der Tat gibt Ihr 46. Bericht einen ganz guten Überblick über die Probleme und Herausforderungen des Datenschutzes im Jahr 2017. Es wurde jetzt schon ein paar Mal auch angesprochen. In der Tat sozusagen doch eine sehr weitreichende Vergangenheitsbetrachtung. Aber, meine Damen und Herren, das Thema Datenschutzgrundverordnung, die Erarbeitung all der verschiedenen Herausforderungen auch in Ihrer Tätigkeit wird sicherlich auch im nächsten Bericht noch einmal den größten Teil Ihre Ausführungen ausmachen. Denn tatsächlich im Jahr 2018 hat sich Wesentliches verändert. Und die spannende Frage, was Sie an Kompetenzen haben, auch in Ihrer Ausstattung überhaupt die Aufgaben, die wir Ihnen alle als Gesetzgeber auch mit auferlegen, wie Sie denen nachkommen können im Rahmen der Ausstattung Ihrer Organisation, ist eine spannende Frage für Politik und wird sicherlich uns auch im nächsten Jahr beschäftigen. Meine Damen und Herren, aber lieber Herr Prof. Ronellenfitsch, Sie decken in Ihrem Bericht Bereiche mit immer wieder auf, auch in den letzten Jahren, wo ich finde, dass eine Debatte und Sensibilisierung über das Thema Datenschutz dringend notwendig ist. Es wurde eben schon einmal auch erwähnt, der Bereich Gesundheitswesen. Es gibt viele Beispiele aus dem Bereich des Sozialwesens. Überall dort, wo wir unmittelbar mit Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, immer dort gibt es Beispiele, und nicht nur das Klinikum Höchst im Bericht jetzt auch des Datenschutzbeauftragten, sondern wenn man nicht nur HR4 hört für den Schlager, sondern ab und an zum Beispiel HR Info, dann hat man auch im letzten Jahr über eine kleine Anfrage der Kollegin Dr. Sommer gehört in der Frage von IT-Sicherheit, Datenschutz, Datensicherheit in Kliniken in Hessen und all das, was dort zu bestellen ist. Deswegen nicht nur in 17, sondern darüber hinaus ein großes Thema in der Frage, wie teilweise unterkomplex das Thema Datenschutz gerade in so sensiblen Bereichen wie der Gesundheitswesen und des Sozialwesens in Hessen leider teilweise ausgestaltet ist, meine Damen und Herren. Applaus
Hessen als Land in der Vorreiterrolle von modernem Datenschutz. Das wurde schon einmal angesprochen, auch wenn das ein Jahr bezog, was 10 Jahre vor meiner Geburt lag. Also, Sie sehen, sozusagen, die Vorreiterrolle ist schon eine Zeit lang her. Deswegen lassen Sie mich auch Ihren Bericht, Herr Prof. Ronellowitsch, als Anlass nehmen, einmal 4 Punkte in der begrenzten Redezeit deutlich zu machen, wo wir glauben, dass die 20. Wahlperiode Herausforderungen zu bestellen hat, wenn wir nämlich genau diesem Anspruch, den wir gut und richtig halten, nämlich modernen Datenschutz aus Hessen zu entwickeln, auch unsere Schwerpunkte mitlegen müssen. Deswegen glaube ich, dass erstens wir das, was wir in der letzten Wahlperiode durch Schwarz-Grün im Bereich der Veränderung bekommen haben, hin zu einem Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz in der 20. Wahlperiode dahingehend überarbeiten müssen, dass wir tatsächlich dem Anspruch, auf der einen Seite dem Datenschutz und dem Thema der Informationsfreiheit auf der anderen Seite gerecht zu werden, nachlegen müssen und dringend Veränderungen in der 20. Wahlperiode, insbesondere auch für die kommunale Familie, mit vornehmen müssen, meine Damen und Herren. Das Zweite ist, und deswegen ist in der Tat gut, dass nicht nur der Innenminister, sondern auch die Ministerin zum Thema Digitalisierung mit dabei ist. Wenn wir nämlich modernen Datenschutz gestalten wollen, dann ist die Frage, wie gestalten wir Datenschutz unter den Rahmenbedingungen der Digitalisierung, von besonders großer Bedeutung. Und da hätten wir ein paar Beispiele, die sich natürlich bei allen rechtlichen Veränderungen seit 1970 auch heute im hessischen Datenschutzrecht mit hätten können verankern. Die Frage von Arbeitnehmerdatenschutz im Rahmen der Digitalisierung, ein wichtiges Thema, wenn wir auch Digitalisierung gestalten wollen im Wirtschaftsleben, ist es eine Herausforderung. Und, Herr Prof. Ronellowitsch, vielleicht müssen wir da ja nicht ganz so lange warten, bis wir in dem Bereich Vorreiter oder wieder Erfolge erzielen. Wenn Sie den ESC angesprochen haben, da hat es von 1982 bis 2010 gedauert, dass wir sozusagen mal einen Erfolg hatten im Siegertitel. Wäre es vielleicht schön, wenn wir jetzt nicht genauso lange brauchen, bis wir im Bereich Datenschutz Vorreiter werden. Deswegen diese Zeiträume sollten wir uns nicht nehmen. Und das wäre ein wichtiges Thema, Arbeitnehmerdatenschutz in den Rahmenbedingungen der Digitalisierung in der neuen Wahlperiode, meine Damen und Herren. Was Sie angesprochen haben, Sie könnte man auch im Übrigen als Liedüberschrift verwenden, die Sie erwähnt haben, mit alle Macht den Träumen. Es gibt ganz viele Träume über umfassende Sammelaktivitäten von privaten Einrichtungen, von Firmen, über das Nutzerverhalten von Kundinnen und Kunden, von Bürgerinnen und Bürgern. Und die Frage, wie wir das sozusagen auch mitgestalten, wie Sie selbst dank eines damaligen Gesetzentwurfs der SPD überhaupt die Chance bekommen haben, dass Sie tatsächlich in dem Bereich auch kontrollieren und prüfen müssen, können und dürfen, ist ein gutes Fund, Herr Präsident, mit dem wir entsprechend auch weiterarbeiten sollen, wollen und werden. Und deswegen liegt es an uns, a, Ihnen die Mittel zur Verfügung zu stellen, dass Sie das können, und b, den Schwebezustand auch zu beenden, damit Sie nämlich nicht nachher entsprechend nur pro forma jetzt noch weiterarbeiten können und wir alle warten, dass es eine Benennung für die 20. Wahlperiode gibt. Ich glaube, das ist richtig und notwendig, und wir als Parlament sind gefordert, denn Sie sind unser Beauftragter. In unserem Auftrag machen Sie diese Arbeit. Und dafür recht herzliches Dankeschön und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Das haben Sie ja sehr charmant gemacht, den Präsident angesprochen, im Wissen, dass die Redezeit schon lange überschritten war und sozusagen bei mir die Hemmung ausgelöst haben, einzuschreiten. Also, das ist schon sehr geschickt gewesen. Nächster Redner ist Herr Kollege Hahn, Fraktion der Freien Demokraten und Vizepräsident unseres Hauses. 5 Minuten gelten für ihn aber trotzdem. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch seitens der Freien Demokraten vielen herzlichen Dank an Herrn Prof. Ronellowitsch und, wie ich schon seit Jahren immer sagen darf, seine Mannschaft und seine Frauschaft. Wir haben in Ihnen nicht nur einen sehr humoristischen Vortragenden bei dem jährlichen Bericht, sondern wir haben in Ihnen einen sehr akribisch auf die Probleme des Datenschutzes schauenden Menschen. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für die Zusammenarbeit in den letzten 5 Jahren. Wo ich in der Funktion als Vorsitzender des Unterausschusses Datenschutz mit Ihnen noch enger zusammenarbeiten durfte als in den Jahren davor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege der LINKEN hat darauf hingewiesen, dass die Zeit zwischen Berichtsjahr und zwischen Besprechung sehr lange dauert. Ich darf Ihnen sagen, und sicherlich hat Ihnen das Dr. Wilken auch ausgerichtet, dass das Thema in der letzten Legislaturperiode im ODS gewesen ist und dass wir dann eine Einigung mit der Landesregierung hergestellt haben, dass es jetzt schneller geht. Und erkennbar geht es jetzt ja auch schneller. Das hat Staatssekretär Koch uns zugesagt. Und
Der Innenminister nickt in die richtige Richtung. Ja, es gibt wenig Sinn, nach 3 Jahren einen entsprechenden Bericht noch zu diskutieren hier. Das ist irgendwie ein bisschen vertane Zeit. Nein, es war keine vertane Zeit, weil wir uns ja auch mit anderen Dingen beschäftigen können. Es wird Sie vielleicht überraschen, wenn ich als Freier Demokrat Ihnen sage, die Probleme, die wir heute im Datenschutz diskutieren, machen deutlich, dass die Probleme, die ursprünglich Ursache des Datenschutzes waren, fast alle gelöst sind. Ursprünglich ist der Datenschutz, Sie haben darauf hingewiesen, 1970 hier in diesem Hause, also da stand das noch ein bisschen andersrum, das Haus hier, aber jedenfalls im Hessischen Landtag, erstmals auch mit einem Gesetz der damals sozialliberalen Koalition diskutiert und dann auch beschlossen worden ist. Damals war es ausschließlich ein Schutzrecht gegenüber dem Staat, dass der Bürger vor dem Kraken des Staates geschützt wird. 1984 gab es noch nicht dieses Buch zu dem damaligen Zeitpunkt, aber das war so die Idee, die dahinter stand. Und ich bin richtig zufrieden. Und vielen Dank an die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Bereich der hessischen Verwaltung und der Kommunen, dass das eigentlich alles gelöst ist. Es gibt immer wieder Ausreißer. Das hat auch etwas mit Menschen zu tun. Ich habe mich vor 1 oder 2 Jahren heftig darüber aufgeregt und auch nicht in keinster Weise gespielt, wie mit Patientendaten umgegangen wird in dem einen und anderen Krankenhaus. Das geht natürlich nicht, dass die Patientendaten dann in einem Flur oder damals war es, glaube ich, in einem Treppenhaus standen, mit der Begründung, das ist hier abgeschlossen. Ja, komischerweise wurde sie von einer Zeitung im mittelhessischen Bereich gefunden. Ich glaube nicht, dass die da extra dafür einen Einbrecherservice gewählt haben. Das sind Dinge, die dürfen nicht sein. Heute ist die Aufgabe eine vollkommen andere. Und ich merke auch an den Arbeiten der Behörde des Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen, dass diese ernst genommen wird. Heute ist die Aufgabe der Schutz des Einzelnen vor Privaten. Heute ist der Schutz des Einzelnen vor den Amazons und vor, bitte? Ja, vor den Amazons und so weiter dieser Welt. Das ist eine vollkommen andere Situation, die man auch mit anderen Mitteln angehen muss. Sie wissen, dass wir als Freie Demokraten und gerade die hessischen Freien Demokraten mit Wolfgang Greilich und mit mir ein entsprechendes Umdenken auch in der Ideologie vorgenommen haben. Daten sind nun einmal unterwegs. Also muss man schauen, wie man mit der Organisation der Daten umgeht. Wir sind der Auffassung, dass jedes Datum, was mich betrifft, mir gehört und dass ich darüber das Recht haben muss, zu entscheiden, wer und wie damit umgegangen wird oder nicht. Ja, wir haben dann auch noch bei den bestehenden Rechtsnormen in Hessen Nachholbedarf, Nachbesserungsbedarf. Sie können sich erinnern an die Debatte in der letzten Legislaturperiode zum Thema Umsetzung der Datenschutzverordnung in das Land Hessen hinein. Dass berufsständige Kammern anders als z. B. die IHK gesehen werden bei der Frage ihrer Versorgungswerke. Und da hängt vieles daran, ist für uns unverständlich, muss geändert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und trotzdem sage ich, ich will in der Zeit bleiben, damit mich mein Chef nicht tadeln muss. 90,9% aller Hessinnen und Hessen sind sich der Problematik bewusst. Wir haben eine entsprechende Abstimmung der Hessischen Verfassung ja gehabt, ist noch gar nicht lange her. Und das war die höchste Zustimmungsquote für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was überhaupt bei dieser Hessischen Verfassungsänderung vorgenommen worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das macht deutlich, dass wir uns mit den Dingen, die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger interessieren, beschäftigen. Das tun wir in diesem Lande. Und ich wünsche dem neuen Ausschuss, der jetzt hier auch noch ganz andere Aufgaben hat, alles Gute. Aber vergesst mir bitte nicht den Datenschutz. Digitalisierung ist wichtig. Datenschutz muss aber auch dazugehören. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Kollege Hahn. Wir haben mit solcher Ehrfurcht gelauscht, dass wir fast vergessen haben, hier umzuschalten. Ja, damit kommen wir zum Kollegen Honka, Fraktion der Christdemokraten. Herzlich willkommen und viel Erfolg. 5 Minuten. Ja, hochverehrter Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie mich extra noch einmal begrüßen nach 2,5 Tagen, kurz vor Schluss. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Prof. Ronellfitsch,
Als allererstes möchte ich mich natürlich dem Dank im Namen meiner Fraktion anschließen an Sie und Ihr gesamtes Team, Ihre gesamte Behörde für die Arbeit. Nun, ja, heute reden wir über das Jahr 2017 bei Ihrem Bericht. Ich muss sagen, die Vorbereitung, ich darf ja zum ersten Mal zu dem Thema reden, auch wenn ich schon ein paar Jahre Mitglied im Ausschuss bin, Sie machen es einem nicht ganz leicht, also nicht wegen des Inhaltes, sondern weil Sie jedes Mal mit der Form, mit der Sie hier auftreten, mit dem Rahmen überraschen. Da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Also alles ist Ihr gutes Recht drauf, und es ist auch immer wieder interessant zu hören, was eigentlich 2017 mal früher im Radio gelaufen ist. Was gut ist, ist, wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Miteinander zwischen Ihnen als Datenschutzbeauftragten, uns als Landtag und auch mit der Landesregierung mit dabei, weil uns eines eint dabei, nämlich ein vernünftiger Umgang. Und zwar nicht, weil es uns so viel Spaß macht, sondern weil es am Ende für die Menschen in unserem Land wichtig ist und richtig ist, was wir dort machen. Und deswegen dieses gemeinsame Handeln erachte ich für wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns definitiv bewahren müssen. Einen Punkt will ich jetzt ansprechen, der zwar nicht direkt in den Berichtszeitraum fällt, nämlich die Datenschutzgrundverordnung, weil die liegt nun mal die Einführung am 25. Mai letzten Jahres, hat sich jetzt fast, ja, erster Geburtstag ist jetzt fast in zwei Tagen. Das hat natürlich manches verändert, könnte man sagen. Wer sich aber mit dem Thema damals intensiv beschäftigt hat, der kann wirklich zu dem Punkt kommen, dass sich für uns in Deutschland eigentlich relativ wenig verändert hat. Aber das Bewusstsein für viele Punkte hat sich noch einmal geschärft. Ob das auf Dauer so bleibt, mag ich nur hoffen. Wir werden es nicht wissen. Wir werden es selbst sehen, weil wir es heute ja noch nicht wissen. Aber ich sage mal, gerade das Recht, was ist mit Bildern im Internet? Also wenn ich mir anschaue, was da letztes Jahr an Gerüchten rumgewabert ist, was mit welcher Homepage passieren muss, das war schon heftig. Was natürlich bei dem Thema durchaus Licht und Schatten zugleich ist, das Regelwerk ist europaweit einheitlich, das ist Licht. Aber wenn ich mir anschaue, dass zwischen den Großunternehmen bis zum kleinsten Verein dieselben Maßstäbe angelegt werden und man manchmal, dass gerade die kleinen ehrenamtlichen Vereine das Gefühl hatten im letzten Jahr, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, wie sie jetzt vernünftig über die Runden kommen sollen, da kann man schon schauen, ob das wirklich so richtig ist. Ich mache da mal ein paar ganz große Fragezeichen dahinter, aber im Grunde der Kernregelungsbestand ist richtig. Einen dritten Punkt noch ganz kurz angesprochen. Ja, es ist eben auch schon angeklungen, Datenschutz hat sich eigentlich weiterentwickelt. Eigentlich müssten wir über ein Datenverwendungsrecht oder Datenverwendungsschutz vielleicht reden. In Ihrem Bericht, auch aus, diesem Bericht, ja, dem 46. fällt der Begriff wieder, die Datensouveränität, haben Sie angesprochen dort. Ich persönlich bin sehr gespannt, was die Datenethikkommission der Bundesregierung, die ja im Moment arbeitet, dort für Ergebnisse bringen wird, was sie für Impulse geben wird. Weil wenn wir uns anschauen, wie es wirklich im Zeitalter des Internets ist, große amerikanische, meist amerikanische Unternehmen sammeln alles, was sie kriegen können. Die Chefs gehen gerne auch in deutsche Medien und erklären, der Datenschutz ist das Wichtigste und die Privatheit ist zukünftig ganz toll. Gleichzeitig das Handeln ist ein anderes. Und das macht natürlich extrem aufmerksam, und das muss man im Blick behalten. Und es ist natürlich eine sehr merkwürdige Situation, wenn man sich anschaut, wann an welcher Stelle gerne mit dem Datenschutz argumentiert wird, warum man was nicht preisgeben muss, wenn man gleichzeitig bei Facebook so ziemlich bis zur eigenen Blutgruppe alles angibt und sich dann wundert, dass es ein anderes Unternehmen wirtschaftlich ausschlachtet. An der Stelle muss bitte jeder für sich selbst auch wissen, was er dort tut, weil man kann niemanden davor schützen, wenn er dort alles Private angibt auf so einer internationalen Plattform, dass es dann von denen auch genutzt wird. Man kann die Menschen davor warnen, man kann an sie appellieren, da vielleicht mal kurz zu gucken, bevor sie tippen. Aber sie müssen es dann halt auch selbst machen. In diesem Sinne danke ich Ihnen noch einmal vielmals für die Arbeit und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Lieber Herr Präsident, ich bin noch in der Zeit geblieben. Gutes zeitlich, sehr gutes Ergebnis und alles. Nein, 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 aber auch nein. Also das war Kollege Honka, Kollege und Freund Honka weiß, wie das gemeint gewesen ist, und weiß, dass das überhaupt keine Kommentierung war, sondern lediglich eine sitzungsleitende Bemerkung über das Einhalten der Redezeit. So, jetzt kommen wir zum Kollegen Schulz für die Fraktion der AfD, und auch für Sie gelten die 5 Minuten. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Prof. Dr. Ron Ellenfitsch,
Vielen Dank für den humorvollen Vortrag bei diesem trockenen und wichtigen, aber wichtigen Thema. Nicht ohne Grund hat die Hessische Landesregierung einen Datenschutzbeauftragten ernannt. Die Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten rührt daher, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die persönlichen, vertraulichen und intimen Daten der Bürger ständigen Gefahren ausgesetzt sind. Die veröffentlichten Tätigkeitsberichte des Hessischen Datenschutzbeauftragten, Herr Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, beweisen sein großes Engagement von ihm und seiner Behörde. Wir möchten Ihnen und Ihren Mitarbeitern unseren Dank aussprechen und anschließend unsere Sorge über ein neues Problem im Bereich Datenschutz zum Ausdruck bringen. Es sind nicht nur kommerzielle Datenkraken wie Facebook, Google usw., so die im großen Stil versuchen, aus unterschiedlichsten Foren, Chatrooms und sonstigen Plattformen im digitalen Netz an Daten der Nutzer zu gelangen, um sich damit zu bereichern, oder Trollfabriken, die versuchen, im und aus dem Ausland die Meinung der Bürger zu beeinflussen. Zu dieser Gruppe, liebe Linken und Grünen, zu dieser Gruppe kommen noch sogenannte Aktivisten, die zum linken Spektrum zuzuordnen sind, hinzu. Diese versuchen, organisiert Menschen politisch zu beeinflussen. Dazu später noch ein aktuelles Beispiel. Wir sind von dem Grundsatz überzeugt, dass vertrauliche Gespräche und Korrespondenz der unbescholtenen Bürger nicht von anderen und schon gar nicht von selbsternannten Netzpolizisten beobachtet, mitgeschnitten und an Dritte weitergeleitet werden. Dieser Grundsatz ist neben vielen anderen Faktoren ein großes Merkmal zur Unterscheidung unserer Demokratie und den Diktaturen dieser Welt. Wir möchten freidenkende, selbstbewusste und staatstreue Bürger haben, die von ihrem verfassungsmäßigen Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Man könnte meinen, dass nach der Wiedervereinigung und nachdem die DDR-Diktatur auf die Müllhalde der Geschichte geworfen wurde, die von ihr gezüchtete Kultur des Denunziantentums ebenfalls der Vergangenheit angehören würde. Leider trifft diese Annahme nicht zu. Heute wird das digitale Netz professionell. Heute wird das digitale Netz professionell von selbsternannten Netzpolizisten nach unliebsamen Daten durchforstet. Man schleust sich in Chatgruppen hinein, horcht Gespräche aus, provoziert und zeichnet vertrauliche Gespräche auf, um politische Gegner zu diskreditieren. Als Beispiel für dieses Verhalten möchte ich die Plattform, die sich AWATS nennt, anführen. AWATS ist eine international tätige Kampagnenplattform, die 2007 gegründet wurde. Es werden hauptsächlich internationale Kampagnen initiiert zu Themen wie Klimawandel, Menschenrechte, Tierschutz, Korruptionsbekämpfung, Armut, Konflikte und Kriege. AWATS arbeitet hauptsächlich virtuell, z. B. mit Online-Petitionen. Die Aktion, die AWATS durchführen möchte, soll das Sammeln von Mobilfunknummern sein, die nach Meinung von AWATS rechtspopulistisch sind. Diese Aktion wird von einer deutschen Gruppe durchgeführt. Diese international agierende Plattform ruft zum massenhaften Denunziantentum im Internet auf. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Fake News werden Mitglieder und Sympathisanten aufgefordert, massenhaft in WhatsApp, Facebook und Instagram usw. zu beobachten, dabei jede verdächtige Nachricht und Post oder Post an eine zentrale deutsche Mobilfunknummer weiterzuleiten. Diese Organisation hat mithilfe von Spendengeldern fragwürdige Herkunft im Team von professionellen Analysten und Mitarbeitern zusammengestellt, die diese gemeldeten Nachrichten und Posts verbreiten. Wir bitten den Datenschutzbeauftragten, sich mit dieser dubiosen Organisation zu befassen. Es ist ein gefährlicher Weg, wenn private Organisationen versuchen, die Gedankenpolizei zu spielen, private Gespräche aufzeichnen und zweckpolitische Verfolgung von Andersdenken an Dritte weiterleiten.
Ich möchte aus einem Aufruf der AWATS vom 9.05.2019 zitieren. Speichern Sie unsere Nummern in Ihren Kontakten. Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, die seltsam oder rassistisch ist, zu Gewalt aufruft oder wahrscheinlich falsch ist, teilen Sie uns diese umgehend an 01573599-2265 weiter. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Leiten Sie verdächtige Nachrichten einfach weiter. Herr Kollege, Sie müssten so langsam zum Schluss kommen. Zwei, drei Sätze. Es ist die Pflicht und die Aufgabe jedes Bürgers, für den Erhalt unserer Demokratie einzutreten. Wir verurteilen jegliche Art von Extremismus in der realen sowie digitalen Welt. Wir treten für die Stärkung von Verfassungsorganen, die sich mit der Bekämpfung von Extremismus befassen. Wir dürfen jedoch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Die persönlichen Daten und vertraulichen Gespräche der Bürger dürfen nicht zum politischen Betätigungsfeld von fragwürdigen Organisationen werden. Wir bitten den Datenschutzbeauftragten, seine bisherige gute Arbeit auch auf dieses Feld zu erweitern und die aufkommende und private Stasi 2.0 zu verhindern. Vor allem diese Organisationen von ausländischen Geldgebern finanziert werden, die nur Destruktives für unsere Demokratie im Sinne haben. Herr Kollege, Sie müssen so langsam unsere Freiheit und Demokratie gegen äußere Einflüsse schützen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Abg. Schulz. Und nun darf ich für die Landesregierung Herrn Staatsminister Beuth das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine kurze Vorbemerkung. Herr Abg. Schulz, hier Denunziantentum in diesem Plenarsaal zu beklagen, aber gleichzeitig Lehrerinnen und Lehrer im Internet an den digitalen Pranger zu stellen, das ist eine. Das ist eine entwaffnende Heuchelei, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich wieder zum 46. Tätigkeitsbericht über den Bericht des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zurückkommen. Meine Damen und Herren, Herr Prof. Ronellenfitsch, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön Ihnen und Ihrer Behörde für den Bericht und für vor allen Dingen die praktische Zusammenarbeit, die wir miteinander pflegen. An vielen, vielen Stellen und will in ein paar wenigen Bemerkungen diesen Dank auch noch ein bisschen darstellen. Aber es ist schon schön, wenn der Datenschutzbeauftragte hier vor dem Plenarsaal des Hessischen Landtages eigentlich davon spricht oder sprechen muss, dass es eher ein langweiliger Bericht ist. Aufregung würde uns eigentlich eher den Hinweis darauf geben, dass es eher beunruhigen, eher den Hinweis darauf geben, dass es um den Datenschutz in unserem Lande nicht gut bestellt wäre. Und deswegen freue ich mich darüber, dass es eher langweilig ist, weil das eben dazu führt, dass wir eigentlich keine gravierenden Verstöße von Behörden der Landesverwaltung gegen das Datenschutzrecht zu verzeichnen hatten. Für diese Feststellung bin ich einmal dankbar, bin ich froh. Aber ich weiß auch, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern sehr genau darauf geachtet haben, sehr akribisch gearbeitet haben, um genau diese Feststellung dann auch hier und heute machen zu können. Es ist eine positive Bilanz, die wir im Datenschutz damit abbilden. Und wir können damit deutlich machen, welchen hohen Stellenwert der Datenschutz bei uns in der Landesregierung und in der gesamten Landesverwaltung genießt. Der Datenschutz, meine Damen und Herren, ist kein Randaspekt. Der Datenschutz wird schon berücksichtigt, wenn es z.B. um die Schaffung neuer Vorschriften geht. Natürlich ist der Datenschutz dort mit beteiligt, genauso wie der Datenschutz bei der Einführung neuer Verfahren mit beteiligt ist. Wir mühen uns zumindest seitens der Landesverwaltung, und hier spreche ich auch insbesondere für das Innenministerium, dass wir den Datenschutzbeauftragten möglichst frühzeitig mit einzubeziehen, damit wir sicher gehen können, dass wir keine Datenschutzverstöße bei der Einführung neuer Verfahren oder neuer Normen entsprechend implementieren. Meine Damen und Herren, die Datenschutzgrundverordnung, um einen vielleicht aktuelleren Punkt noch einmal kurz aufzugreifen, war etwas, was uns in den vergangenen Monaten
heftig bewegt hat und wo wir an vielen, vielen Stellen uns mit auseinanderzusetzen hatten. Der Kollege Honka war so freundlich, das auf verschiedene Bereiche auch auszudehnen. Ich will aber hier noch einmal deutlich machen und mich auch hierfür herzlich bedanken, dass wir seitens der Landesverwaltung uns darum bemüht haben, dass wir genau diese Datenschutzgrundverordnung dann in einem ressortübergreifenden Arbeitskreis oder mit der Einrichtung eines ressortübergreifenden Arbeitskreises dann für die entstehenden Fragestellungen, die sich an allen Ecken und Enden letztendlich in der Landesverwaltung dann aufgetan haben, dass wir die mit Ihrer Unterstützung, mit Ihrer Hilfe dann eben auch bearbeiten konnten und dem einen oder anderen bei der Bewältigung der neuen Vorschriften die Angst auch ein Stück weit nehmen konnten. Auch für diese Beratungsleistung, lieber Prof. Ronellenfitsch, Ihnen und Ihrer Behörde ein herzliches Dankeschön. Ich will das aufgreifen, was Herr Kollege Hahn hier eben vorgetragen hat. In der Tat ist es so, dass wir uns darum bemühen, dass wir möglichst zeitnah den entsprechenden Bericht vorlegen. Das gelingt uns besser. Manchmal kommen allerdings auch solche Geschichten wie Wahlen und Konstituierungen von Landtagen dazwischen, dass es dann vielleicht noch einmal ein bisschen länger dauert, als man es eigentlich vorhatte. In diesem Sinne noch einmal, lieber Prof. Ronellenfitsch, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann kann ich feststellen, dass der Bericht gegeben ist und dass die Aussprache abgehalten worden ist. Ich bedanke mich noch einmal bei Ihnen, Herr Prof. Ronellenfitsch, und bei Ihren Mitarbeitern. Es war ein Genuss, Ihnen zuzuhören, und ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landtag. Alles Gute und bis bald wieder. Tschüss, Herr Prof. Ronellenfitsch. Ja, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 35, 67 und 68, das ist Entschließungsantrag der AfD mit dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU von ich habe was vergessen. Aber dann danke schön, Frau Engelhardt, dass ich habe es mir extra hingelegt. Nein. Also noch einmal zwei Sätze zurück. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit dem Titel Biodiversität in Hessen weiter fördern und unterstützen. Die Drucksache 20/684 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 69 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 38 zu diesem Thema aufgerufen werden. So machen wir es. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Forstwirtschaft in Hessen, Drucksache 20/685, wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Keiner widerspricht. Dann machen wir das so. Und dann wird dieser Top 70 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 21 zu diesem Thema aufgerufen werden. Niemand hat widersprochen, dann machen wir das so.